zwei Köpfe wissen mehr als einer und vier Augen sehen mehr als zwei. Und da ist natürlich die Arbeitsteilung so gegeben, dass wir das zusammen machen. Vor die Mannschaft trete ich. Das ist auch soweit ganz klar. Aber die Vorbereitung auf das Spiel, das läuft synchron. Ja, die Regeln sind ja klar vorgegeben, dass nur einer stehen darf. Es darf kein zweiter stehen. Das heißt also, das werde ich in erster Linie sein. Ich bin ganz froh, dass ich ihn habe, weil wenn wir beide gleich wären, dann bräuchte ich ihn ja nicht. Ne? Dann könnte ich ja alleine nachdenken, aber ich habe ihn ja auch genommen, weil ich weiß, dass er auch anders denkt, dass er auch Sachen anders beobachtet, auch bewertet. Aber das ist die normale Anspannung, die hat man immer, wenn man etwas Neues beginnt. Aber ich fühle mich soweit gut. Wir schlafen recht gut, mein Bruder und ich, aber ja, das hoffe ich, dass sich das auch in der Zukunft so weiter fortsetzt.